Moin allerseits, ich bin Sven und Chris und meine Wenigkeit nehmen euch mal wieder mit auf eine Tour. Und nicht nur irgendeine Tour, sondern ja eine Tour, wo wir uns besonders drauf gefreut haben. Denn es ist für uns beide eine quasi eine Revival-Tour. Denn vor ziemlich genau 10 Jahren hat Chris angefangen, ja, mitzukommen und mich zu begleiten. Und seitdem sind wir zusammen unterwegs. Aber 10 Jahre sind seitdem auch schon wieder ins Land gegangen. Und wir werden, Chris konnte zum Glück die Tour noch so weit nachvollziehen. Ich hatte zwar auch noch meinen Reisebericht, aber nur die Eckpunkte so, aber Chris hatte da zum Glück auch so einige Daten und kriegt die zusammengekriegt. Und wir werden diese Tour fast originalgetreu nachlaufen. Ein ganz klein bisschen modifiziert, weil wir jetzt einfach 10 Jahre älter sind. ja, und wir starten jetzt erstmal. Wir haben heute ein paar Kilometer vor uns. Hätten nicht unbedingt gerechnet damit, dass wir so viel durch Schnee stapfen müssen. Da ist die letzten Tage auch noch ein bisschen was runtergekommen. Aber ja, schön aussehen tut es ja immer. Und wir suchen uns jetzt erstmal ein kleines Plätzchen, wo wir uns kurz hinsetzen werden, kurz frühstücken. Wir sind heute Morgen früh los, haben noch nichts weiter gegessen. Dann wird erstmal gefrühstückt und dann wird gewandert. Richtig schön und vor allem einfach herrlich, mal wieder hier zu sein. Die Originaltour werdet ihr übrigens auch in meiner Zeitreisereihe so als kleines, in Anführungsstrichen, Hörbuch zu sehen und zu hören bekommen. Weil das ist definitiv auch eine von diesen besonderen Touren, die ich gerne dieser Zeitreise-Reihe hinzufügen möchte. Bevor die dran ist, kommen noch ein paar andere. Aber wie gesagt, da wird auf jeden Fall auch ein Teil dazu kommen. Ja, das ist einfach herrlich. Falls irgendjemand Schnappatmung bekommt, dass wir unterwegs sind, dass wir zu zweit sind. Wir haben beide einen Test gemacht, wir sind beide negativ. Wir haben beide brav die Maske getragen während der Fahrt. Und wir werden voraussichtlich ja keine Menschenseele sehen. Wir sind aus dem Wagen raus, vom Wanderparkplatz, los und gut. Oh, wunderschön, absolut herrlich. Aber viel mehr Schnee, als wir erwartet hatten. Und man sinkt teilweise bis zum Knie ein. Das wird eine anstrengende Tour. Hätte ich nicht so gedacht. Ich dachte, wir können ja eigentlich ziemlich easy durchlaufen. Aber da kam wohl noch mal gut was runter. Und jetzt durch die Sonne ist es auch so richtig schön sulzig, dass man überall einbricht. Wir haben noch ein ganzes Eckchen vor uns. Da im Hintergrund, da sieht man unser Ziel für heute. Allerdings nicht auf dem direktesten Weg, sondern ein bisschen schlenker. Sondern ein bisschen windig. Ja, aber hier ist jetzt auch gerade ein bisschen exponierter. Man merkt auf jeden Fall gut, dass der Schnee Kraft kostet. Ja, aber wie gesagt, da hinten seht ihr vielleicht den Gipfel. Da wollen wir hin. Was für ein herrlicher Weg das war. Aber jetzt ist mir auch echt Schweiß auf der Stirn. Die Sonne, ja, die müsstet ihr sehen können. Die ballert echt gut runter. Wir haben irgendwas zwar nur von 12 Grad gesagt. Das fühlt sich aber gerade nach deutlich mehr an. Und der Schnee tut sein Übriges. Hier wird jetzt gerade mal ein bisschen freier. Das ist sehr angenehm, dass man mal ein bisschen schneller laufen kann. Aber wenn ich das da vorne so sehe, dann bleibt das die Ausnahme. Ja. Ah, es ist einfach so schön, wieder hier zu sein. Das hat mir auch echt, hat uns beiden einfach enorm gefehlt. Schön, dass es jetzt alles gepasst hat, dass die Rahmenbedingungen alle gepasst haben. Da sieht man mal schön, durch was für eine Schneehöhe wir hier laufen. Teilweise, wie gesagt, bis zum Knien ist man dann weg. Aber der Weg ist einfach nur ein Traum, das ist so herrlich. Sowas von Glück mit dem Wetter, auch mit der Sonne jetzt. Einfach nur schön. Also hoffentlich ist es heute Abend und heute Nacht auch klar. Das wäre cool, von ganz oben dann eben mal schön Sternenhimmel zu haben und so. Das wäre schon cool. Auf dem Weg, den wir schon kennen.
Wir haben gerade erschreckenderweise auf einem Schild gesehen, dass wir erst 3 Kilometer haben, also etwa 10% unserer Gesamtstrecke, und dass wir dafür unglaubliche 2 Stunden gebraucht haben insgesamt. Also ich weiß nicht, ob die Beschilderung richtig ist, keine Ahnung. Die sind hier im Harz ja manchmal ja ein bisschen fragwürdig und mal, ja, mal läuft man eine Stunde und plötzlich ist der Weg länger geworden. Aber wenn das stimmt, ja. Na gut, ich kann es mir vorstellen. Dadurch, dass wir jetzt hier wird es ein bisschen freier gerade, wie ihr merkt, vom Laufen her und Laufgeschwindigkeit. Aber da wir über große Strecken knietief in Schnee hatten, konnten wir natürlich auch nur viel, viel, viel langsamer vorankommen. Aber mal schauen, wie der Weg weitergeht. Wie gesagt, wir wollen so insgesamt 25 bis 30 Kilometer. Ja, aber gut, uns hetzt ja nichts. Oh nein, ein Hindernis. Oh nein, was tun wir? Aber die Kamera packe ich trotzdem mal weg. Auch wenn hier viel tot ist, aber schaut mal, wie viel Neues da schon wieder zwischen ist. Ah, schon wieder Hindernisse. Es sind tatsächlich einige so auf dem Weg bisher. Einige umgestürzte Bäume, wo man so ein bisschen dran vorbeikraxeln muss. Aber meist hat man da tatsächlich schon den einen oder anderen Trampelpfad. Aber weiterhin viel, viel, viel Schnee. Zwischendurch hat man so ein bisschen freie Fläche. Das tut dann auch gut. Dann kann man mal 10 Meter etwas ja, schneller laufen. Aber das wird eine Schneetour. So, jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Jetzt haben wir 1 Kilometer nonstop Anstieg. Da geht es hoch zu einem Aussichtspunkt und wir werden nachher den gleichen Weg wieder runtergehen zwar, aber damals bei der Tour sind wir auch dort hoch und die Aussicht möchten wir gerne mitnehmen, also Zähne zusammenbeißen. Damals hatten wir zwar keinen Schnee, jo, aber nutzt ja nichts, ist wie es ist. Ja, da geht es jetzt hoch, da werde ich jetzt glaube ich auch zwischendurch nicht filmen, sondern erst wenn wir wieder oben sind. Ja, das ist ja stellenweise echt tief. Puh, da muss man echt aufpassen. Jetzt wird es auch langsam echt warm. Einfach ein Traum, schaut euch das mal an. Also wirklich herrlich und wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Es war nicht ansatzweise so gut angesagt, aber ja, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Herrlich. Hier wieder ein angemalter Stein, ist uns eben gar nicht aufgefallen, sehr schön. Wir laufen jetzt diesen Rinnsal an, ja, an Schmelzwasser runter. Läuft sich deutlich angenehmer als auf den Schnee, auf dem Schnee. Ja. Aber ist ein cooler Weg, der macht einfach Spaß. Gerade noch mal eben kurz justiert. Mit Jacke war echt so ein bisschen zu warm. Reicht, ja, eigentlich T-Shirt. Wir haben jetzt, ich keine Ahnung wie viel, also angesagt haben sie 12 Grad. Ich finde, das fühlt sich wärmer an. Was sagst du? Ich muss auch mal runtergraden, glaube ich. Ja, auch wenn es nicht so warm aussieht mit dem ganzen Schnee. Ich glaube, das sind eher so 14, 15 Grad gefühlt. Also T-Shirt-Wetter. Ja, das hier ist vermutlich unser Weg. Um mal wieder Bäume zum Rüberkraxeln. Und durch das ganze Schmelzwasser. Ja, auch so ein kleiner Bach. Jedes Mal, wenn wir hier sind, ist es anders. Deswegen wird das auch nicht langweilig, weil jedes Mal das Gesicht ein anderes ist und sich das lohnt.
Ja, wir haben schon wieder gut Kilometer gemacht. Das heißt, in der letzten Aufnahme sind jetzt im Endspurt, haben jetzt so die zweite Hälfte. Ja, die wird nochmal richtig knackig anstrengend, weil wir da einen ordentlichen Anstieg haben. Den stärksten bisher. Deswegen hoffen wir darauf, dass der Weg nicht so vereist ist. Das wäre eigentlich ganz schön. Ich denke mal so 3 Stunden, wenn wir dann noch laufen, dass wir so gegen 19 Uhr irgendwie in dem Dreh sind wir dann oben. Ja, schwierig zu filmen momentan, weil hier sehr viele Leute sind. Und das ist dann mit dem Bildrechten immer so ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt nämlich auch schon wieder stoppen. Ja, also eisfrei, das wird uns nicht erfüllt. Ja, ich hoffe, oben ist es soweit leer. Eigentlich so von der Zeit her, es kommt, kommen sehr, sehr viele entgegen. Ja, deswegen, wie gesagt, mit dem Film auch immer schwierig. Aber dahin, da hinten seht ihr das. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mit dem Baum sehen könnt. Ja, da hinten wollen wir hin. Leider nicht auf direktem Weg, sondern wir müssen jetzt einmal halb drumherum. Ist ja so ein bisschen trügerisch. Das sind jetzt noch etwa 8 Kilometer, bis wir dann beim finalen Anstieg sind. Und dann noch nicht mehr weit, bis es oben ist. Ja. Also wir werden heute Nacht auf jeden Fall gut schlafen, denke ich. Ja, das Wetter ist echt ein Traum. Nach wie vor, und wir haben sogar Glück. Hier ist stellenweise komplett frei, hier können wir richtig Tempo machen. Das ist richtig gut. Ja, hier ist natürlich wieder viel tot. Aber das Problem kennt ihr ja. Beziehungsweise habe ich ja schon mehrfach was zu gesagt, dass die Monokultur jetzt so langsam einfach überaltert. Gleich stark, gleich alt. Die Trockenheit der letzten Zeit, der Borkenkäfer. Aber wenn ihr dazwischen einfach mal schaut, dann seht ihr wirklich überall auch schon Setzlinge. Und einfach, da kommt überall Kleinkram hoch. Also wenn ihr mal guckt. So, die brauchen natürlich noch alle Jahre, bis die eine Größe haben. Aber es ist halt nicht tot, sondern es kommt was Neues. Und es bleibt lebendig, Gott sei Dank. Ja. Ah ja, es ist trotzdem, auch wenn hier so viele tote Bäume sind, ist es einfach schön. Und ja, es ist einfach ein herrlicher Weg. In 10 Jahren zeigen wir euch den neuen Bestand. Genau, dann machen wir da die 20-jährige Revival-Tour. So, da hinten beginnt dann langsam der Anstieg. Und der hört dann auch erst wieder auf, wenn wir oben sind. Nur schon länger kein Anstieg mehr derart gehabt. Schon wirklich ein Weilchen her, auf jeden Fall. Aber tut auch mal wieder richtig gut. So, hier machen wir gleich nochmal kurz Pause und dann kommt der Endspurt, dann ist es nicht mehr weit. Aber das ist so eine schöne Hütte, da werden wir nochmal kurz was trinken und eben 5 Minuten ausruhen. Ja, und da haben wir unser Ziel auch bald erreicht. Ich habe noch gar nicht erzählt, wir werden auf dem Boden ruhen. Also wir werden oben angekommen, ja, so ein paar Stunden ruhen, bis wir dann weiterlaufen. Und das werden wir wie damals auf dem Boden machen, ein klein bisschen bequemer. Wir haben beide ja schon seit x Jahren die Neo Air. Und damals hatte Chris so eine ultradünne, diese Alu-Isomatten. Und ich hatte mir mal eine ultra kurze, aufblasbare Matte geholt. Die war für Frauen, glaube ich, für kleine Frauen, 1,50 Länge. Und sehr, sehr dünn. Die hatte ich damals. Und wir haben, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so gut geschlafen. Und sind übrigens bis zum jetzigen Zeitpunkt 58 Leute entgegengekommen. Deswegen, wie gesagt, nicht so oft Zeit, die ein oder andere Aufnahme zu machen, weil man jetzt auch nicht immer stehen und warten und die Kolonnen vorbeilaufen lassen wollte. Und oh, das gibt's doch nicht. Was für ein Sauhaufen. Guckt euch das mal an. Da kriegt man was Kotzen, oder? Was für asoziales Pack lässt den ganzen Kram liegen. Ey, da könnte ich mich schon wieder aufregen, beziehungsweise rege ich mich auf. Das ist echt eine Sauerei. Das muss echt nicht sein. Man kann seinen Scheiß auch einfach mitnehmen. Bah. Naja, setzen wir uns da vorne hin. Ist auch schön. Da drinnen im Müll möchte man echt nicht sitzen. Boah, was für asoziales. Ja, Rest müsste ich zensieren. Unglaublich. Nochmal Sonne tanken und dann Endspurt. Wir haben jetzt noch etwa 3,5 Kilometer durch Schnee und bergauf. Und dann sind wir schon am Ziel. Aber da freue ich mich darauf, was zu essen.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich, mich lang zu machen. Das wird gut tun, oder? Das wird gut. Ja, gutes Stück geschafft. Der Schnee macht das echt anstrengend. Das ist eine ordentliche Steigung. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Aber was das richtig anstrengend macht, ist der Schnee. Der ist so richtig sulzig. Man rutscht ständig ein, sinkt ein, rutscht weg. Boah, ich bin gerade richtig im Eimer. Muss ich sagen. Puh, erschöpft, aber glücklich. Geht noch weiter. Ja. Jetzt haben wir noch ein Stückchen, aber das war so eine der fiesesten Stellen. Ja. Für so einen Ausblick, da lohnen sich die ganzen Strapazen noch. Das ist einfach, das ist herrlich. Das kann auch kein Video der Welt wiedergeben. Einfach nur ein Traum. Durch den Schnee echt deutlich anstrengender, als halt sonst so die Strecke gewesen wäre. Das macht halt einfach einen enormen Unterschied. Ohne Frage, weil man jeden Schritt ja eigentlich doppelt geht. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, für diese Aussicht geht man es gerne. Schaut euch mal die Weitsicht an. Ich war ja bis dahin, gut, das werdet ihr über die Kamera gar nicht sehen können. Aber ihr seht, was ihr seht, und stellt euch dann nochmal ein ganzes Eckchen dazu vor. Herrlich. Und da hinten seht ihr diese Spitze. Da, da ist auch bald unser Ziel, also wirklich nicht mehr weit. Geschafft. Das war nochmal ein heftiger Endspurt. Sonne ist auch schon untergegangen. Oh, seht ihr da? Das wird jetzt bald düster. Hier in der Hütte, wo wir ein paar Stunden ruhen wollen, ist nur leider sehr schräg und uneben. Alles voller Eis. Hier hinten spiegelglatt. Da halt schön gewölbt. Mal versuchen, ob es klappt. Ansonsten werde ich, glaube ich, die Luftmatte und so auf die Bank packen. Es wird sehr schmal. Aber mal gucken. Aber erstmal jetzt relaxen. So, das ist die Bank. Nicht sonderlich breit, wie ihr seht. Aber wird passen, beziehungsweise muss passen. Hier, wie gesagt, alles spiegelglatt und wellig. Jetzt wird gleich erstmal was zu essen gemacht. Ein guter alter Speedkocher. Und ja, meine persönlichen E-Pass habe ich euch ja. Ah ne, das Video ist noch gar nicht online. Das zeige ich euch nochmal. Auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Schalen. Und das wird richtig gut tun, auf jeden Fall. Boah, hier oben ist jetzt auch gut kalt. Ich will gleich mal das Thermometer rauslegen, weil ich echt gespannt bin, was wir hier für Temperaturen haben. Angesagt haben sie 2 Grad. Mal gucken, ob das hinhaut. Jetzt gegessen, bisschen geschnackt und ausgeruht einfach. Ist jetzt 22 Uhr gleich und wir hauen uns jetzt hin. Ja, Setting Defense 1. Darunter die gute alte Neo Air, darunter Elefantenhaut, wie gesagt, auf der Bank. Und hier nochmal den Swagman, den ich mit reinnehme. Und dann bekomme ich hoffentlich alles dicht. So, gute Nacht. Gute Morgen. Ja, war eine durchwachsene Nacht. Und wenn hier gleich wieder Ruhe ist, kann ich auch weiter mit euch reden. Ich muss auf dem Pocken keine Zeit, das war Action. Ja, hast du recht. Okay. Ich meine zwar eigentlich gerade dich, aber.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall so ein paar Erkenntnisse bestätigt gesehen, die ich schon lange hatte. Der Tiefwitz 1 ist auch cool, aber zu klein. Aber das war jetzt nicht das Thema. Es ist nicht sonderlich kalt geworden. Wir hatten irgendwie maximal, ich glaube, 4 Grad. Also ich musste den gar nicht ganz dicht machen. Ich hatte den Zwergmann ja mit dabei, also es war überhaupt kein Problem. Das war die ganze Nacht richtig schön warm. Und Luftmatten finde ich kacke. Die sind einfach nicht meins. Ich schlafe darauf schlecht. Ich muss ständig die Position wechseln. Und ich habe danach immer Rückenschmerzen. Also so auch jetzt. Das ist irgendwie, hatte ich schon immer mit Luftmatten, mit verschiedensten. Ich hatte mehrere von Thermarest und Expert. Das war noch nie meins. Hängematte ist für mich so das absolut komfortabelste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Schaumstoffmatte sogar komfortabler als die Luftmatte gerade. Oh. Ja, ist jetzt kurz nach 5, 5:30 gleich. Die ersten Wanderer sind schon hier oben, wahrscheinlich um sich für den Sonnenaufgang zu positionieren. Wir werden jetzt erstmal unser Gerödel zusammenpacken. Ja, dann haben wir schnell ein Käffchen machen, denke ich. Und dann geht's auf den Rückweg. Wir haben heute noch ein paar Stunden Wanderung vor uns. Und dann brauchen wir Kaffeepower. So, Käffchen ist in Arbeit. Ja, und hier auch wieder überall der Müll dahinter. Ich meine, da vorne sind 2 Mülltonnen. Aber die Leute hier drin sind anscheinend zu dumm, die zu verwenden, und schmeißen hier ringsherum. Der ganze Boden ist voll. Also, das war früher alles kein Thema. Also früher haben wir so oft in Schutzhütten gepennt und das war nie so schlimm. Mittlerweile ist es echt eine Seltenheit, mal eine Schutzhütte zu finden, die nicht komplett vollgemüllt ist von irgendwelchen asozialen Idioten. Echt schade. Echt schade. Da haben wir früher oft drinnen geruht. Ja, wir beide sind schon wieder unterwegs. Das Schöne ist, wir bewegen uns ja echt antizyklisch. Also wo wir gestern, ja, es kommen uns immer Leute entgegen. Brocken ist oben mittlerweile richtig gerappelt voll. So viele Leute, die alle natürlich auf den Sonnenaufgang warten. Kann ich auch verstehen auf jeden Fall, aber ja, da haben wir uns auf den Weg gemacht. Und man sieht auch einfach, es kommen uns ständig Leute entgegen, die hoch wollen. Und genauso kamen uns gestern ständig Leute. Das war ja gestern insgesamt, ich hatte dann irgendwo mitgezählt, was ich einfach so ein bisschen auch zur Ablenkung gemacht habe, wegen der Anstrengung. 73 Leute sind uns gestern noch entgegengekommen. Ja, und wie gesagt, jetzt sind auch echt enorm viele hier hoch. Das kann ich auch absolut verstehen. Das ist einfach herrlich. Ja. Wo auf der einen Seite der Mond noch voll und ganz steht. Eben links die Sonne aufgeht. Ja, also es muss nachts mindestens Bodenfrost gegeben haben, denn ja, mittlerweile sagt man nicht mehr weg, denn der ganze Boden ist jetzt glatt gefroren. Das ist also richtig fies glitschig, richtige Schlitterpartie, aber wenigstens nicht ganz so anstrengend, als wenn es mal wegsackt. Und die Schuhe haben super Grip, also passt das, also eigentlich ist mir das gerade sogar lieber. Ja, aber wie gesagt, es muss mindestens Bodenfrost gegeben haben, weil das ist definitiv neu und festgefroren. Boah, es ist so angenehm, dass der Untergrund wieder gefroren ist. Das läuft sich so viel schneller und ja, einfach angenehmer, als wenn man ständig eben wegrutscht und so. Also richtig gut, da hat das Wetter genau in unsere Richtung gespielt. Und generell, also wir haben ja mit dem Wetter auch bei der Tour sowas von Glück gehabt. Das war ja einfach nur herrlich. Ich dachte, mit dem Schnee haben wir nicht so gerechnet in der Intensität, wie er war. Aber trotzdem, war auch gestern war sehr, sehr anstrengend, auf jeden Fall. Ich war auch abends richtig im Arsch, deswegen war da auch nicht mehr viel mit Film, weil ich war wirklich richtig platt. Also ich habe da wollte nur noch kurz was essen, dann sind wir auch zeitig ins Bett. Also wir haben uns ja, ich weiß nicht, gegen wann haben wir uns hingelegt, 22 Uhr, kurz vor, irgendwas in dem Dreh. Und da war auch gut so und da musste auch wieder regeneriert werden. Und wie gesagt, Nacht, so war eigentlich ganz gut geschlafen. Wie gesagt, Luma ist nicht meins, das haut einfach irgendwie nicht hin. Ich schlafe tatsächlich auf einer stinknormalen Schaumstoffmatte besser.
klar habe ich da auch Druckpunkte, die habe ich bei der Luma aber auch. Und ich habe schon, die, also die Neo Air ist ja echt eine gute. Und wie gesagt, ich hatte auch schon die Synmat 9 und so weiter. Also auch wirklich ordentlich Formate. Auch da habe ich nie so wirklich gut drauf geschlafen. Und irgendwie, ja, ist das mir wirklich zu wibbly wobbly. Immer so hin und her, ist einfach, ja, nicht meins. Aber, naja, ich wollte gerade eben noch irgendwas sagen. Ja, vielleicht auch nicht. So, heute gibt es eine ganze Reihe schöne Naturaufnahmen, einfach weil es so herrlich ist. Ja, also der Abstieg bei Glätte, der ist gemein. Aber am Rand hat man zum Glück noch ganz gut Grip, das geht. Mittig ist aber stellenweise eher eine blöde Idee. Irgendwie sieht das aus, als wenn es dahinter nicht weitergeht, sondern das so eine Abbruchkante ist. Das ist natürlich Quatsch, ich weiß auch schon, was das ist. Nämlich ein richtig gemeiner Abstieg. Könnt ihr das sehen? Da muss man nochmal gut aufpassen, aber das sind auch die Sticks wieder sehr praktisch, gerade wenn es so glatt ist, dass man so ein bisschen, wenn man wegrutscht, und wir sind beide schon ein paar Mal weggerutscht, dass man sich damit noch ganz gut fangen kann und sich nicht direkt aufs Mett legt. Wir verabschieden uns schon mal. Wir sind jetzt im Endspurt, so die letzten, ja, 3,5 Kilometer noch. Da werde ich, glaube ich, nicht mehr groß in die Kamera quatschen. Vielleicht kommt noch die ein oder andere Naturaufnahme, so als schönes Schlussbild, weil einfach sich hinter jeder Ecke einfach ein herrliches Bild verbirgt. Und wie gesagt, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber wir hatten mit dem Wetter so ein Glück. Klar war es durch den Schnee viel, viel, viel anstrengender als erwartet. Und auch das glatte Runter war manchmal gemein, aber ja, ganz ehrlich, sowas gibt ja auch ein bisschen einfach die Würze in der Suppe, oder? Dann hat man einfach auch noch mehr das Gefühl, dass man sich, ja, die Aussichten und so verdient hat. Und davon hatten wir ja reichlich und das ist einfach auch immer eine Belohnung. Und ja, dann sind die Strapazen auch einfach so schnell vergessen und es macht einfach nur Spaß. Für uns war es eine schöne Revival-Tour. Wie gesagt, 10 Jahre her, dass wir beide zusammen das erste Mal los waren. Und ja, wir haben die Tour ein bisschen abgekürzt, also im Vergleich zu unserer damaligen Tour, wobei gar nicht mal so viel. Also wenn wir jetzt am Auto sind, dann werden wir knapp nicht ganz 30 Kilometer haben. Das merkt man auch, gerade eben, wie gesagt, durch den Schnee. Aber ja, hat einfach nur Spaß gemacht, war einfach nur schön. Und ja, war einfach mal wieder eine großartige Tour. Ich sage auf jeden Fall schon mal schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wie gesagt, hier kommen jetzt gleich noch mal ein paar Aufnahmen, wenn sich da was anbietet. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ist das nicht herrlich? Fühlt sich echt so ein bisschen an, habe ich ihm zu Chris auch schon gesagt, und sieht es genauso so ein bisschen wie Kanada an. Einfach nur schön. Ja.